Hi meine Lieben, schön, dass ihr heute wieder hier bei mir seid. Und heute geht es um das Thema, warum lügen wir? Und ich habe mich mit dem Thema jetzt sehr stark auseinandergesetzt. Und laut MyMarktforschung wurde 2016 eben eine Studie gemacht mit 1064 Leuten. Und da wurde immer wieder abgefragt, wie oft denn Menschen lügen. Und tja, die Statistik war erschreckend, weil es kam heraus, dass 100% der Menschen, also von diesen Menschen, die da mitgewirkt haben, lügen. Und zwar nicht nur einmal, sondern zwischen 2 und 3 Mal pro Tag. Und ich kenne es noch aus meiner Kindheit, wenn ich mal meine Eltern angeschwindelt habe, also da war ich noch in der Grundschule, dann hatte ich immer ein total schlechtes Gewissen. Also das war wirklich immer so eine Flunkerei, das waren jetzt keine großen Lügen. Ich habe mich aber nie gut dabei gefühlt. An dieses Gefühl kann ich mich noch erinnern. Und als ich dann älter wurde, war ich nie jemand, der geflunkert hat, weil ich einfach gemerkt habe, das macht was mit mir. Und das hat mir nicht gefallen. Und ja, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen uns bis zu 3 Mal pro Tag anlügen, dann ist es schon enorm. Und da stellt sich schon die Frage, warum lügen wir? Und ich habe da ein paar Leute gefragt und habe als Antworten bekommen, viele lügen aus Liebe. Also sprich, Eltern belügen des Öfteren ihre Kinder, weil sie einfach nicht enttäuschen wollen, wenn Dinge nicht erledigt wurden oder wenn sie ihnen nicht die Wünsche so komplett erfüllen können, wie sich die Kinder einfach vorstellen, dann wird da halt ein bisschen geflunkert. Und das ist das Lügen aus Liebe. Dann waren viele so ehrlich und haben gesagt, sie lügen. Oder sie belügen auch oft ihren Partner aus Bequemlichkeit, weil sie sich einfach nicht konfrontieren möchten mit der Situation, weil sie vielleicht keine Diskussion führen möchten und sich mit gewissen Thematiken auseinandersetzen und das halt dann einfach so im Keim ersticken und aus Bequemlichkeit lügen. Und dann gab es noch eine Gruppe von Menschen, die mir als Antwort gegeben hat, und das finde ich auch sehr faszinierend, so ohne schlechtes Gewissen, ja, sie lügen einfach, weil es schon zur Gewohnheit geworden ist. Und das habe ich so ein bisschen hinterfragt und gesagt, wieso denn Gewohnheit? Ja, wir finden das nicht schlimm. Also mal hier zu lügen und da zu lügen, und das sind ja jetzt keine großen Sachen, da geht es ja nicht irgendwie um große Thematiken, und da kann man durchaus auch lügen. Und dieses Thema habe ich mir genauer angeschaut, und die Menschen, die aus Gewohnheit lügen, die lügen meines Erachtens auch irgendwo aus einer Angst heraus. Weil wenn ich aus Gewohnheit lüge, dann belüge ich ja nicht nur den anderen, sondern ich belüge ja auch mich selbst. Und das mache ich ja tagtäglich, 365 Tage des Jahres. Und ich glaube, ich muss keinem sagen, was das energetisch mit deinem Körpersystem macht. Weil du belügst ja nicht nur dich und sendest diese Energie nach außen, sondern du behältst diese Energie ja auch in deinem Inneren, und sie legt sich irgendwo ab und wird, wie gesagt, schon eine tägliche Routine. Und das fand ich so ein bisschen erschreckend, wobei ich natürlich sehr froh bin, dass man so ehrlich zu mir war und mir das auch einfach so gesagt hat. Ja, und ich denke, dass wir oft auch aus Angst lügen, dass es einfach eine Angst ist. Eine Angst, dass dich vielleicht deine Freunde oder deine Familie
nicht mehr so wertschätzt, wenn du die Wahrheit sagst, und eine Angst, vielleicht auch gesellschaftlich nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen, und eine Angst, vielleicht auch dadurch Dinge oder seine Komfortzone zu verlieren. Und ich habe jetzt mal den Test gemacht und habe versucht, täglich die Wahrheit zu sprechen, und habe festgestellt, dass es mir erstaunlich gut geht damit. Ich bin eh ein Typ, der nicht gerne flunkert. Und ja, nicht nur, dass es mir erstaunlich gut geht damit, es macht einfach was mit dir. Du fühlst dich, wenn du die Wahrheit sagst, also eben auch die Wahrheit, das ist ja die Wahrheit zu dir selbst, die du aussprichst. Und das kommt natürlich auch dazu, dass du deine eigene Komfortzone verlässt, weil du, wenn bestimmte Leute dich fragen, ob du dich vielleicht mit denen treffen möchtest und du hast einfach keine Lust, hast du vielleicht früher dir einfach ja so ein paar Notlügen überlegt oder gesagt, dass es zeitlich nicht passt, wie auch immer, und plötzlich bist du ehrlich und sagst, nee, habe ich jetzt heute keine Lust. Und das stößt schon bei den Menschen irgendwo an. Und viele sind dann auch beleidigt und fühlen sich dann abgelehnt. Doch ich finde, eine ehrliche Kommunikation und die Ehrlichkeit zu dir selbst ist immer der richtige Weg. Und man fühlt sich stark und kraftvoll, auch wenn es im ersten Moment ja sehr schwierig ist und sehr schwierig auch andere abzulehnen oder auch Termine abzulehnen aus dem Grund, den du eben dafür hast. Doch es passiert in deinem Inneren was ganz Großartiges, und das wollte ich mit euch teilen. Man entwickelt eine eigene Stärke. Also man wird innerlich so kraftvoll und für sich selbst so authentisch, dass es dir nach einer gewissen Zeit nichts mehr ausmacht, wenn dein Umfeld dadurch kurz mal traurig ist oder wenn du dadurch etwas aneckst, weil du für dich selbst weißt, dass du das Richtige getan hast und dass du offen und ehrlich kommuniziert hast. Und ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft ist es eine absolute Stärke, und ich kenne viele Menschen, die ehrlich und schnörkellos kommunizieren, und ich hatte da anfangs auch meine Schwierigkeiten und fand es sehr rabiat. Doch letztendlich finde ich es schön und finde ich es, wie gesagt, auch sehr kraftvoll, weil du einfach bei dir selbst bleibst und weil du unverblümt das nach außen bringst, was in dir drinnen steckt. Und ich hatte ja schon mal ein Video gehabt, das hieß Nein sagen, also wirklich dieses klare Nein sagen zu Dingen, die du nicht tun willst für andere. Und das kommt dem schon sehr nah, weil wenn du natürlich jemandem ein Ja äußerst und es nicht tun willst, dann belügst du dich ja selbst, weil du möchtest es ja gar nicht tun und du tust es ja nur, um bei dem anderen besser dazustehen. Und vielleicht probiert ihr es einfach mal aus und testet einfach mal in kleinen Schritten, vielleicht mal erst eine Woche oder 2, 3 Tage, weil wenn du das ausprobierst, dann merkst du, wie oft du doch im Alltag flunkerst. Und das sind keine großen Lügen, doch das sind so Kleinigkeiten. Und ich finde nichts schlimmer als Smalltalk. Und wenn ich
im Aufzug stecke, Richtung vierter Stock in meine Arbeit, dann bin ich oft nicht alleine. Und wenn mich dann jemand fragt, wie geht's dir, dann weiß ich schon, es interessiert ihn ja gar nicht. Er fragt einfach nur aus Höflichkeit. Und ich habe letzte Woche so eine Begegnung mal wieder gehabt. Und das war ein Kollege, den ich gar nicht gut kenne, nur vom Sehen. Und der hat mich dann gefragt, wie geht es Ihnen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, interessiert es Sie wirklich, wie es mir geht? Wir kennen uns ja gar nicht. Und der war völlig perplex. Also der war völlig perplex über diese Gegenfrage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, ich finde, wenn man in einem Aufzug ist und gemeinsam hochfährt und man gar nicht Interesse hat, die Antwort zu erfahren, dann kann man auch gerne die Stille genießen und muss diese Frage gar nicht stellen, außer es interessiert sie wirklich, wie es mir geht. Und ich glaube, der Kollege, der war so perplex, dass er gar nichts geantwortet hat und er ist, als der Aufzug dann aufging, ist er einfach rausgestürmt und seitdem fährt er auch nicht mehr mit mir Aufzug. Und ich fand diese Begegnung sehr spannend, weil ich finde, wir müssen keinen Smalltalk führen. Müssen wir nicht. Oft interessiert es uns doch gar nicht, was der andere zu sagen hat, den wir gar nicht kennen. Manchmal gibt es natürlich Menschen, die interessieren sich dafür und die fragen dich auch offen und ehrlich oder fragen dich zu bestimmten Themen. Doch ich finde, gerade in der heutigen Gesellschaft muss diese Etikette nicht mehr gelebt werden. Und ich, also diese Etikette, und ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn ich jemanden nicht kenne und er stellt mir irgendwelche persönlichen Fragen. Ich weiß ja, dass es ihn nicht interessiert, weil das einfach nur eine Floskel ist. Und vielleicht werden wir uns da auch bewusst, dass wir manche Menschen vielleicht einfach auch mal in Ruhe lassen. Und ich kenne es, also ich sehe ja bei den Menschen oft, wenn es ihnen nicht gut geht. Und ich frage dann, ich stelle nicht genau diese Frage, doch ich frage dann schon, was den Menschen bewegt, auch wenn ich ihn nicht unbedingt gut kenne. Und ich sage auch dazu, dass er mir nicht ehrlich antworten muss, wenn er es nicht möchte, ist völlig in Ordnung. Aber das, glaube ich, hat dann auch was mit Mitgefühl zu tun. Und da möchte man dann auch eine ehrliche Konversation herstellen. Doch dieses Smalltalk-mäßige, das lehne ich persönlich ab. Und ja, die meisten Menschen, die mich kennen, die wissen das auch. Und da wird auch nicht mehr diese Fragerei oder dieses total plumpe Fragengestelle, das finde ich einfach manchmal deplatziert. Und ja, jetzt bin ich etwas vom Thema abgekommen. Beobachtet doch einfach mal 2, 3 Tage, eine Woche, wie ihr es schafft. Ihr könnt es euch auch notieren, wie oft ihr am Tag flunkert. Es würde mich tatsächlich interessieren. Denn wenn es 100% der Menschen in einer Marktforschung sind, dann sind es wahrscheinlich vielleicht nicht 100% auf diesem Planeten, doch es wird es wird ein großer Prozentsatz sein. Und wenn wir anfangen, ehrlich zu sein, ehrlich zu uns selbst, dann werden wir eine unendliche Kraft in uns entwickeln. Und ich spüre das einfach schon selber, wie kraftvoll es ist, die Wahrheit zu sprechen. Und nichts als die Wahrheit. Probiert es einfach aus. Ihr könnt es mir gerne mitteilen. Ich finde, es ist ein spannendes Thema. Und vielleicht auch die Gratwanderung zu erkennen, muss ich Menschen aus Liebe anlügen? Muss ich das? Kann ich das Thema nicht vielleicht anders anpacken oder vielleicht vertagen? Ich denke, es kommt immer auf unsere Sprache und auf unsere Kommunikation an. Und ja, ich wünsche euch ehrliche Tage, ehrliche Wochen und bin gespannt
auf euer Experiment. Bis bald!